20 Jahre EU. Damals war Euphorie. Wir sind im Paradies. Jetzt ist alles easy. Neue Farben, neue Länder mit Europas Erweiterung. Wie leben Sie heute damit? Es ist ein System, das nicht gut zu allen ist. Vier Länder, vier Leben in Europas Südosten. Er ist die schlimmste Drag Queen der Slowakei. Bratislava, ein Freitagabend. Freiheit kann so aussehen. Heute haben wir hier eine Kabarettshow. Die EU garantiert Freiheit. Ich liebe dich. Self-love. Love yourself, baby. Nach dem Kabarett gibt's eine Party und wir tanzen und feiern einfach das Leben. Doch ihre Freiheit ist in Gefahr. Das brauchen wir am Eingang, um zu prüfen, ob jemand mit Metall oder einer Pistole kommt. So können sich alle sicher fühlen. So sicher wie früher fühlt er sich nicht mehr. Ich heiße Roman Samotny, bin 40 Jahre alt und lebe in Bratislava, Slowakei. Ich bin queerer Aktivist und Organisator von LGBTI-Plus-Events. Wie geht es mir in der EU? Ich würde sagen, ich fühle mich zu Hause. Ein Tag im Oktober 2022 verändert Romans Leben. Zwei unserer Gäste und Freunde saßen hier. Und in einer Ecke saß der Terrorist. Und ganz plötzlich stand er auf, zielte auf sie und schoss. Zwei Gäste waren sofort tot. Eine weitere Person schwer verletzt. Sowas ist in der Slowakei noch nie passiert. Es war unsere erste terroristische Attacke. Ihr Mörder war 19. Radikalisiert zu Hause und im Netz. Ich mache das für mein Volk, für meine Nation, für meine Rasse. Er erschießt sich danach selbst. Das Land ist schockiert. Die Präsidentin kommt an den Tatort. Das EU-Parlament mahnt, Sicherheit und Rechte der Community zu verbessern. Tausende demonstrieren für das Recht, so zu leben, wie man will. Vielen wurde klar, was wichtig ist, meint Roman, Sicherheit und Freiheit. Das gefährdet auch Russlands Angriff auf die Ukraine. Als der Krieg gegen die Ukraine begann, das war wie ein Weckruf für viele Politiker in Europa. Was ist denn unsere Wertebasis? Wofür kämpfen wir hier? Für Autos? Für den Wohlstand? All dieses Wirtschaftliche oder... Warum stehen wir hier zusammen? Roman hat die Bar aufgegeben. Er ertrug die Erinnerung nicht mehr. Gewalt und Aggression gefährden Vielfalt. Er will dem etwas entgegensetzen. Wir ziehen um in ein neues Community-Zentrum. Das wird hoffentlich der neue sichere Platz. Staatliche Fördergelder dafür wurden gerade gestrichen. Die Regierung wählt einen autokratischen Kurs. Es wird nicht leichter für sie. Prag an einem Frühlingswochenende. Zwei Tage Sightseeing für die drei aus dem kleinen Stettowice. Wir wollen unserer Praktikantin Astrid aus Holland die Schönheiten Prags zeigen. Sie hat schon viele Ställe mit Kühen gesehen. Jetzt geht es um die Kultur. Es ist ihr erstes freies Wochenende seit Jahren. Einen klassischen Urlaub machen wir nie. Das verhindert einer der stressigsten Jobs in Europa. Guten Tag, mein Name ist Zlata Roncová-Madrová. Ich lebe in Stettowice in der Tschechischen Republik. Ich betreibe hier Landwirtschaft. Ich bin 37 Jahre alt und habe Landwirtschaft studiert.
Mein Hof ist mein größter Traum und ohne die Hilfen der EU wäre der nicht in Erfüllung gegangen. Auch in Prag lässt sie ihr Lebenstraum nicht los. Sie besuchen den Bauernmarkt. Ich finde es interessant, wie andere Bauern ihre Produkte verkaufen. Ich meine, je kosmopolitischer wir leben können, desto mehr halten wir uns an das Traditionelle. Slata liebt Traditionen, nicht nur die eigenen. Guck mal, Astrid, Käse aus Holland. Wir haben hier eine holländische Praktikantin. Umgerechnet über 5 Euro pro 100 Gramm. Traditionspflege kostet. Das Einkommen der Tschechen hat sich seit 2004 verdoppelt. In regionalen Produkten wäre der Wohlstand gut angelegt, meint Slaters Mann Lukas. Auf jeden Fall sollten die lokalen Bauernhöfe unterstützt werden. Diese Fragen spielen ja auch bei den Bauernprotesten in der EU eine Rolle. In Tschechien kübeln sie Mist vor den Regierungssitz. Das waren wohl die umstrittensten 2 Misthaufen der Republik. Die Unterstützung, die es gibt, reicht nicht. Die Regierung hat ihre Versprechen nicht erfüllt. In den letzten 2 Jahren verloren sie an Zuversicht. Trotzdem demonstrieren sie nicht mit. Auch weil Großbauern und populistische Politiker Proteste für sich nutzen. Andrej Babiš zum Beispiel, ein Agrobaron, der schon mal Premierminister war. Die Herren, die ihre Hintern in steuerfinanzierten BMWs rumkutschieren lassen, kritisieren die Bauern. Er schimpft auf die jetzige Regierung und Brüssel, kassiert aber Millionen von EU-Subventionen. Er paktiert mit dem Autokraten Orbán und polemisiert gegen die Ukraine. Er tut nichts umsonst, er tut es immer mit einem Ziel. Manche Leute mögen das, sie sagen, unter Premier Babiš war es besser. Er ist ein Populist, sie werden ihn wohl wieder wählen. Seit 20 Jahren gibt die EU auch ihnen einen Rahmen von Sicherheit und Freiheit. Doch Krieg und Krisen erschüttern den und Populisten nutzen es aus. Die Hauptstadt scheint mit sich selbst beschäftigt. Europas neue Krisen gefährden den Wohlstand, den die EU auch Slatas Familie brachte. Ungarn, Kulcs an der Donau. An der Landstraße plakatiert die Regierung für ein Referendum über die EU. Lasst uns nicht nach ihrer Pfeife tanzen. Das geht gegen die EU-Kommissionschefin von der Leyen und den jüdischen Mäzen Soros Junior. Zoltán Csendrey fährt hier fast täglich vorbei. Ich finde das sehr ärgerlich, weil auch meine Steuergelder dafür ausgegeben werden. Das ist völlig unnötiges Geschwätz. Die EU ist in Ungarn ein nützliches Feindbild. Zoltán hat es erlebt. Ich heiße Zoltán Csendrey, ich bin 58. Ich habe 30 Jahre lang als Mathematik-, Chemie- und Physiklehrer gearbeitet und bin heute selbstständig. Für mich ist die EU eine Gelegenheit, einer Gemeinschaft anzugehören, die stärker ist als der Einzelne. Am Széchenyi-Gymnasium hat Zoltán die letzten 5 Jahre unterrichtet. Im Herbst 2023 schied er aus dem Schuldienst aus. Ich war schon öfter wieder hier. Ich war auch zur Weihnachtsfeier eingeladen. Mein Herz ist fast zerbrochen. Peter, Greta und die anderen hatten früher bei ihm Mathematik. Ich verstehe den Grund, warum er gegangen ist. Ich vermisse ihn. Böse bin ich ihm nicht.
Das Bildungssystem ist zurzeit nicht so gut. Viele Lehrer verlassen den Beruf. In dieser Geschichte geht es nicht nur um Geld. Es geht auch um unseren Status und unsere Rechte. Proteste von Schülern, Eltern und Lehrern erschütterten das System Orbán 2 Jahre lang. Das Bildungssystem litt unter schlechten Löhnen und Arbeitsbedingungen für Lehrer. Soltan verdiente 850 Euro netto. Die Regierung macht dafür Brüssel verantwortlich. Denn die EU verweigert Orbán Geld wegen Mängel der Rechtsstaatlichkeit. Deshalb habe sie kein Geld. Wir wollen, dass unsere EU-Gelder freigegeben werden, sodass wir die Lehrergehälter so schnell und so gut wie möglich erhöhen können. Orbán pokert in der Ukraine-Politik und gewinnt. Er bekommt die EU-Mittel. Er darf sie für Lehrergehälter einsetzen. Selbst der zuständige Staatssekretär Marusha gibt zu, EU-Geld habe ihnen aus der Klemme geholfen. Es war für uns auch überraschend, dass die Kommission zugestimmt hat, weil normalerweise Löhne werden ja von EU-Geldern nicht finanziert. Es war gekommen von der Kommission, was wir gerne angenommen haben. Im Szczecin-Gymnasium gibt die EU Geld für Sprachunterricht und für die Lohnerhöhung der Deutschlehrerin Christina Aitu. Im Gegenzug hat sie ihren Beamtenstatus verloren. Sie kann entlassen werden mit den Worten, das Vertrauen sei zerstört. Und ihre Stunde darf technisch überwacht werden. Wenn das wirklich gemacht wird, das ist schon interessant. Wir werden überwacht und dann können wir nichts sagen und das verstehe ich nicht. Soltan kündigte, aber er ist die Ausnahme. Weniger als 5% der Lehrer haben das getan. Lehrer sein ist eben eine Berufung. Und heute meint er sogar, es war ein Fehler. Ein Kollege sagte das zu mir. Das sei doch genau das Ziel der Regierung, uns loszuwerden. Sie befreit sich von den unbequemen Fragestellern und Zweiflern. Gemeinschaft schätzt Soltan an der EU. Autokraten gewinnen, so Soltans Erfahrung, wenn sie sich spalten lässt. Eine Kneipe in Slowenien im März. Spannung wie beim Elfmeterschießen. Strengere Umweltregeln stehen kurz vor der Abstimmung. Es war ein langer Kampf, besonders für sie. Hi, ich heiße Nika, bin 30 Jahre alt, aus Slowenien und ich bin Aktivistin. Meine Beziehung zur EU ist kompliziert. Ich versuche noch herauszufinden, wie man sie besser machen kann für alle Menschen, die in ihr leben. Rückblende. Mitte Januar in Ljubljana, Hauptstadt von Slowenien. Nach 20 Jahren in der EU ist das Land aufgeblüht. Hier haben sie das höchste Pro-Kopf-Einkommen Südosteuropas. Der Umweltschutz dagegen hält nicht Schritt. Nika will das ändern. Und ihre Stärke ist es, dafür ungewöhnliche Allianzen zu schmieden. Wir haben heute eine Pressekonferenz mit den Leuten, die neben der Zementfabrik in Anhovo leben. Wir wollen das Parlament bitten, für strengere Umweltregeln zu stimmen, um das Leiden der Menschen zu beenden. Franz Demschar ist einer von ihnen. Ich bin in Anhovo geboren und mein ganzes Leben habe ich Leute sterben sehen. Zuerst wegen Asbest, jetzt haben wir Angst, was noch kommt. In Anhovo wird seit über 100 Jahren Baumaterial hergestellt. Früher Asbest, jetzt Zement. Rundum ist die Krebsrate 30% höher als im slowenischen Schnitt. Ein Interview verweigert die Firma. Sie erzeugen Energie auch mit solchem Müll. Das ist günstiger. Ihre Abgase entsprechen der EU-Norm. Technisch ist aber mittlerweile mehr möglich. Nikas Initiative macht Druck. Eine ganze Reihe von Organisationen wie Greenpeace und Amnesty International unterstützen uns.
Die Frauen von Nikas NGO haben uns sehr geholfen. Wenn Nika sich was vornimmt, dann ist sie sehr zäh, das muss ich sagen. Nika vertritt auch viel, was man in Anjovo ablehnt, zum Beispiel beim Thema Migration. Aber sie erreicht auch viel, auch für Frauen und Umwelt. Sie schafft es, Brücken zu bauen, doch sie wird auch immer wieder angefeindet. Gerade lief jemand vorbei und sagte mir "Fuck you" ins Gesicht. Das passiert oft. Denn manche Politiker haben mich zur Zielscheibe gemacht. Europa garantiert Meinungsfreiheit. Populisten reizen sie aus. In Slowenien macht das auch ein Ex-Premierminister. Und Mädchen, schon über 30 und wie viele Kinder hast du? Janez Janša gilt als wirtschaftsfreundlich und hat als Regierungschef autokratische Züge gezeigt. Kritische Presse und NGOs lehnt er ab. Niemand hat sie gewählt. Ex-Premier Janša hat extra polarisiert. Sie brauchten einen Feind im Land. Hetzen, spalten, um zu regieren. Das hat sich Janša bei seinem Freund Orbán abgeschaut. Er führt wieder in Umfragen. Eine Gefahr für die EU. Bratislava. Seit Oktober 2023 hat die Slowakei eine neue populistische Regierung. Roman trifft sich mit Lucia Plavakova. Sie sitzt für die Opposition im Menschenrechtsausschuss und ist als einzige Abgeordnete offen homosexuell. Sie ist außerdem eine Mutter. Sie kann also auch besser über Regenbogenfamilien sprechen. In der Slowakei darf Lucia ihre Partnerin nicht heiraten. Knapp 60% der Slowaken meinen, dass Menschen wie sie nicht die gleichen Rechte haben sollten wie Heterosexuelle. Viele glauben wirklich, dass wir weniger als normale Menschen sind. Neuer Ministerpräsident ist Robert Fico. Einer seiner ersten Reisen ging zu Viktor Orbán. Mit Ungarns Autokraten ist er auf einer Linie. Gegen sexuelle Minderheiten, gegen EU-Regeln, nationalistisch und pro-russisch. Ukraine ist nicht unser Krieg. Wir haben damit absolut nichts zu tun. Keine Militärhilfe für die Ukraine. Damit wird er für die EU zum Problem. Dafür wurde Fico gewählt. Und für so etwas. Für uns ist Genderideologie an Schulen nicht annehmbar und eine Ehe ein Bund zwischen Mann und Frau. Parteifreund Blaha will ins EU-Parlament mit solchen Aussagen. Wir wollen eure transsexuellen Toiletten und 76 Geschlechter nicht. Brüssel belehrt uns wie ein Imperator seine Kolonien. Wir treffen im Parlament zufällig Jan Marschgut von der Fico-Partei. Er meint, wir sollten uns um anderes kümmern. Ich sage es Ihnen noch einmal, ich möchte Sie freundlich bitten, das LGBT-Thema nicht so hoch zu pushen. Es ginge um Grundwerte, sage ich. Wir sind ein christliches Land, ein konservatives Land. Und die Gesellschaft ist einfach nicht so liberal. Müsste Politik Grundwerte nicht vermitteln? Doch Feindbilder und Ängste haben für seine Regierung einen Wert. Diese Politiker wollen, dass Leute Angst haben, denn so bekommen sie Stimmen. Stetovice in Tschechien. Ein nicht ganz normaler Tag auf dem Bauernhof. Rund 900 Kälber in den letzten 10 Jahren. Routine ist es nie für Slata. Ein Bulle. Wir wünschen uns ein weibliches Kalb. Oft ist es das Gegenteil. So ist die Natur. Das kann man nicht kontrollieren. Der Wunsch zur Kontrolle ist bei Behörden dagegen ausgeprägt. Slata muss das Kalb sofort melden. Und das doppelt,
Zuchtverband und Ministerium. Bürokratie belastet kleine Höfe mehr als große. Jeder denkt, dass es auf dem Bauernhof eine Person gibt, die sich nur um den Papierkram kümmert. Nein, wir können uns das nicht leisten. Bei den Kosten, bei den Einnahmen. Ich muss Expertin sein für alles. Der dumme Bauer muss alles wissen. Nirgends in der EU sind landwirtschaftliche Betriebe größer als in Tschechien. Slata Farma ist relativ klein. 67 Hektar, rund 70 Mutterkühe, Schweine und Kleinvieh. In der EU wurde Slata Farma sogar ausgezeichnet als innovativer Familienbetrieb. Es ist viel Arbeit. Denn dazu gehören noch ein Hofladen und ein Café. Wir haben 2014 damit angefangen. Landwirtschaft sollte nah an den Menschen sein und die Menschen nah an den Bauern. Unser Hof ist also jeden Tag geöffnet. Und jeder kann kommen und sehen, wie die Lebensmittel produziert werden. Wo kommt die Milch her? Hier lernen sie es. Aber ohne Technik geht auch das nicht. Den Melkroboter hat die EU gefördert, wie jede neue Technik. Die EU ist ein Segen, erklärt Slata mir, und Fluch. Der Weg zur Hölle ist geebnet mit guten Absichten. Sobald man einen Zuschuss annimmt, ist man verschuldet. Weil man ja einen Kredit von der Bank braucht. Denn wer hat schon Millionen in der Tasche, um etwas zu kaufen? Die neue Molkerei finanzierten einen EU-Zuschuss und der vierte oder fünfte Kredit. Seit fast 2 Jahren arbeiten hier Olga und ihr Mann aus Odessa. Ich kam wegen der Bomben, wegen der Kinder. Ich wollte nicht, dass sie den Krieg kennenlernen. Und es gab keine Arbeit mehr für uns. Den Ukrainern muss man helfen. Aber der Krieg verschlechtert auch Slatas Lage. Kosten steigen, Einkünfte nicht. Sie sucht neue Absatzwege. Heute fahren wir zum Globus. Ich liefere wie jede Woche die Milchprodukte unserer Farm aus. Die EU habe da eine Chance verpasst für kleine Landwirtinnen wie sie und für das Klima. Für den ökologischen Fußabdruck ist es doch sinnvoll, sich auf den lokalen Markt und die Beschäftigung in der Region zu konzentrieren. Ich finde es enttäuschend, dass die EU da nicht mehr erreicht. Die regionalen Produkte hat Jiří Stavel ins Sortiment geholt. Es geht dabei nicht sehr um Profit. Wir wollen Kleinbauern helfen, ihre Produkte zu verkaufen und mit uns zu wachsen. Die Absichten sind gut, doch eine Wende bringen sie nicht. Regionales besetzt hier ein halbes Regal. Der Preis bleibt meist das Wichtigste. Marktbeherrschend ist ein tschechisches Produkt vom Agrofair-Konzern des Politikers Babiš. Halb so teuer wie das von Slata. Das Abendessen für die Familie macht Slatas Schwester Radka. Ende eines langen Arbeitstages. Ich arbeite 13 bis 14 Stunden. Jeden Tag. Wenn man Kühe liebt, tut man alles für sie. Selbst wenn man die Familie versklavt. Beim gemeinsamen Abendessen sitzen 3 Generationen zusammen. Sie reden über Kühe, Krieg und Krisen. Ich habe Angst davor, wie es weitergeht. Meiner Meinung nach eiern wir derzeit in der Landwirtschaft herum. Wir müssen viel verändern und keiner weiß wie. Ideale Zeit für Populisten. Das Bier löst die Zunge. Wir wissen ja, wie Babiš es wieder ins Amt schaffen wird. Aber lasst uns nicht davon anfangen. Sonst müsstet ihr die ganze Zeit sowas drüberlegen. Nach dem Abendessen ruft schon wieder die EU-Bürokratie.
Keine Zeit für einen Blick vor die Tür. Für sie gibt es zumindest heute kein Licht am Horizont. Slowenien, Anhovo, Ende Januar. Nika fährt zum Bürgermeister Miha Stegel Strategie besprechen. Für die Zementfabrik liegt nun ein Gesetzesentwurf für strengere Abgasregeln vor. Miha ist echt anders als wir. Er hat einen traditionellen Hintergrund. Wir sind laute Aktivisten. Diese Kampagne zeigt doch, wie Leute zusammenkommen können für eine gute Sache. NGOs, diese Aktionsgruppen der Zivilgesellschaft, das ist eines der guten Dinge, die die EU gebracht hat. Die EU brachte der Zementfabrik auch ausländische Investoren. Sie sperren sich gegen neue Abgasregelungen. Einheimische dagegen wandern ab oder sterben häufiger früh. Nika will einen Facebook Live machen. Das pusht ihre Sache. Erstmals seit Jahrzehnten haben sie Hoffnung. Früher wie heute, so sagen sie, wollen die Mächtigen ihnen weismachen, alles sei gut. Aber jetzt kann man eher Leute und Initiativen zusammenbringen, um etwas dagegen zu unternehmen. In Jugoslawien wäre das schwieriger gewesen. Wir sind hier in Anhovo, wo wir uns mit den Einheimischen getroffen haben. Ich bin hier mit Lucia, die Unterschriften gesammelt hat. Leute, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zu unterschreiben. Und dass ihr aus dem ganzen Land kommt und nicht nur aus unserem Tal. Gemeinschaft schaffen über Unterschiede hinweg, das ist Nikas Stärke. Für Europas neue Autokraten ist das eine Gefahr. Ich rief Freunde an in Ungarn wegen eines anderen europäischen Projekts und fragte, wollt ihr nicht mitmachen? Und sie sagten, nein, Nika, denn unsere Regierung hat gerade ein Gesetz verabschiedet, das europaweite Initiativen illegal macht. Und ich dachte, was machen die noch in der EU? Ungarn. Pushta Szabolcs. Die EU hat hier eine Bahnlinie gefördert. Sie zahlt 85% des Baus, über 230 Millionen Euro. Der Ex-Lehrer Zoltán zeigt sie mir. Er hält sie für typisch. Man sagt, dass Mészáros dahinter steckt. Mészáros ist ein Kindheitsfreund von Viktor Orbán. Er wurde sehr schnell, sehr reich, seit Orbán an der Macht ist. Too much? Too much. Einen kleinen Wohlstand hat die Freizügigkeit der EU Zoltáns Familie gebracht. Ihr verdanken sie ihr Haus. Schwiegermutter Eva hat es erarbeitet. Ich ging nach Deutschland, weil dort mehr Geld zu verdienen war. Viel mehr als hier. Zu Hause musste ich in drei Jobs gleichzeitig arbeiten. Sie ist versorgt, auch dank einer deutschen Rente. Schwiegersohn Zoltán dagegen startet in ein neues Berufsleben. Der Webshop für Baby-Tragetaschen läuft schon ganz gut. Seine Frau Shushana startete damit vor einigen Jahren. Tochter Bogi hat mit 10 schon große Pläne. Theoretische Physikerin will sie werden. Das ist in Ungarn kaum möglich. Bogi ist ein ziemlich interessanter Wunderkäfer. Vielleicht verlässt sie später das Land für die Ausbildung und wir mit ihr. Ich würde lieber hier bleiben. Am Abend machen sie die Kiste mit Erinnerungen auf. 3 Generationen, 3 Systeme. Zoltán hat noch gedient im kommunistischen Ungarn. An den Fall des Eisernen Vorhangs erinnert sich Großmutter Eva gut. Es war ein großes Ereignis für uns.
weil wir zum ersten Mal in den Westen reisen konnten. Das halbe Land war in Wien zum Einkaufen. 1989 tritt auch Viktor Orban erstmals auf. Er fordert den Abzug russischer Truppen. Er fällt Soltan schon damals auf. Er traut ihm nicht. Ich verfolge seine Karriere seit 1989. Es zeigt sich, dass er keine Prinzipien hat. Er hat Interessen und formuliert seine Prinzipien entsprechend. Der EU-Beitritt 2004 war für viele Ungarn eine logische Folge aus 1989. 2010 aber ist hier etwas kaputt gegangen und wir haben Rückschritte gemacht. 2010 wird Orban Ministerpräsident. Er ordnet Wahlrecht, Mediengesetze und Justizsystem zu seinen Gunsten neu. Die Wirtschaft wächst, auch dank EU-Hilfen. Aber Ungarn steigt auf zum korruptesten Land der EU. Orbáns Neuordnung ist wie ein Rückfall in das alte System. Mir wäre es lieber, die Verluste von Freiheitsrechten wären nicht damit verbunden gewesen. Nicht Freiheitsrechte, sondern Kinder und Nation stehen heute im Mittelpunkt der Politik. Ein Europa der Nationalstaaten will Orbán. Ein Europa, das seinen Kurs nicht stört. Nové Město nad Váhom in der Slowakei ist auch so ein Ort, wo die nationale Erzählung funktioniert. Nation, Kirche und Familie bestimmen die Identität. Hier ist Roman aufgewachsen. Hier erlebte er, was die Slowakei mehr prägt als der EU-Beitritt. 1992, Abstimmung in Prag über die Teilung der Tschechoslowakei. Die Slowakei wird ein selbstständiger Staat. Das Ende unseres Gartens war schon Tschechien. Meine Großeltern wollten immer, dass wir uns selbst regieren. Wir wollten unser eigenes Land. Deshalb gab es dann beim EU-Beitritt beides: Jubel und Zweifel. Roman erklärt, wie Slowaken auf dem Land ticken. Wir wurden Teil der EU und schon wieder regiert uns jemand anderes. Roman zog hier weg, gleich nach der Schule. Er passte nicht in das enge Bild von Nation und Familie. Ein Bild, das es auch heute noch gibt und das Populisten aufgreifen. Meine Meinung ist, eine Familie ist Vater und Mutter. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich meine Vater und Mutter. Das sind zwar Menschen, aber sie sollten hinter verschlossenen Türen bleiben. Früher war über sie wenig zu hören. Das Leben ging ganz normal weiter. Niemand wurde umgebracht oder erschossen. Das Geld der EU ist schon in Nové Město. Die Werte noch nicht bei allen. Ich bin wirklich dankbar für die Europäische Union, denn ich halte sie für einen wichtigen Rahmen, der einige Standards von Menschenrechten erhält. Doch in Bratislava bauen Populisten ihre Macht aus. Roman überlegt, in einem anderen Land der EU zu leben. Miskolc im Norden Ungarns. Erst seit ein paar Wochen fährt Tamás Csics seinen Bus. Manche erkennen ihn. Das ist bizarr. Ich treffe Schüler, die ich letztes Jahr noch unterrichtet habe. Ich sage ihnen, wenn sie mal was zu entscheiden haben, sollten sie kein Land schaffen, in dem ein Oberstufenlehrer auf die Idee kommt, Bus zu fahren. Tamás und Soltan sind Freunde geworden im Kampf um bessere Lehrergehälter. Mein Gehalt als Busfahrer ist um 20% höher als mein letztes als Lehrer.
Früher hat Tamás mal Orbán unterstützt, heute ist er kritischer. Beide spüren, dass die Freiheit der Lehre bedroht ist. Sie zeigen uns Schulbücher. In Ungarn gibt es nur noch zwei, für jedes Fach und Stufe, beide aus einem staatlichen Verlag. Das sind keine schrecklichen Lehrbücher. Das Problem ist, dass es keine Alternativen gibt. Das Buch erklärt in weiten Teilen sachlich EU-Institutionen. Aber Inhalte zur Homosexualität sind verboten und wir finden Suggestivfragen zum Beispiel zur illegalen Migration. Warum ist es notwendig, einen Zaun zu bauen? Mit kleinen Umschreibungen und Änderungen vermittelt man immer mehr die gleiche Ideologie. Davor habe ich ein wenig Angst. Mit solchen Techniken kann man das Immunsystem einer Gesellschaft schwächen. Die EU förderte früher noch die digitale Ausgabe. Heute würde sie das verweigern. Aus inhaltlichen Gründen, so sagt die EU-Kommission dem ZDF. Aber Ungarn ist versorgt. Wir haben die Entwicklung der Schulbücher hinter uns. Also wir brauchen auch da keine Unterstützung mehr von der Europäischen Union. Nation und Familie, Heimat zuerst. Das ist nicht nur am Nationalfeiertag die Überschrift. Für die Europawahl setzt Orbán noch mehr auf Nationalstolz und prophezeit eine weltweite Allianz von Autokraten wie ihm. Dies wird ein entscheidendes Jahr. Zu Beginn sind wir noch allein. Am Ende werden wir die Mehrheit sein der westlichen Welt. Große Chancen eröffnen sich. Am Nationalfeiertag zeigt das ungarische Staatsfernsehen Orbáns Auftritt live und ungeschnitten. Diese Gegendemonstration zeigt es kaum. Orbáns Machtsystem ist fest etabliert und trotz aller Kritik, es macht Schule in Europa. EU-Fördermittel stärken Orbán sogar noch. So erlebt es Zoltán. Die EU fördert so die Autokratie. Die EU wird sich nie gegen Orbán durchsetzen, weil sie glaubt, es mit einem fairen Spieler zu tun zu haben. Viktor Orbán macht die Regeln einfach so, dass er immer gewinnt. Bratislava, Slowakei. Im neuen Community Center beendet Roman gerade eine Schulung für Großunternehmen. Thema: Umgang mit sexuellen Minderheiten. Von VW ist Personalvorstand Kai-Stefan Linnenkohl da. Er führt 12.000 Mitarbeiter. Ihm ist die Schulung wichtig, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Überall, wo große, diverse Gruppen gerne leben, entstehen Start-ups, da ist die Künstlerszene, ja auch die Softwareentwicklungsszene. Das heißt, wir als Unternehmen möchten eben auch so ein Umfeld, wo wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heraus für unser Unternehmen gewinnen können. Also coole Plätze. Die Slowakei ist nicht sehr cool. Aber wenn Firmen seine Community wertschätzen, ändert das das ganze Land, hofft Roman. Sie müssen eine Arbeitsatmosphäre schaffen, die freundlich ist zu allen. In Bratislava fürchten viele einen Abbau von Toleranz und Transparenz. Es wird zurzeit viel protestiert. Für Roman und die Pastorin Anna ist diese Demo aber etwas Besonderes. Sie erinnert an die Ermordung des Journalisten Kuciak. Er hatte Verbindung zwischen Regierung und Mafia aufgedeckt. Dafür wurde er ermordet. Das korrupte System und die Leute, die für die Korruptionsskandale verantwortlich sind, sind heute wieder an der Macht. Fico hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft abgeschafft und den Strafrahmen gesenkt zum Nutzen von Parteimitgliedern. Das Einzige, was Menschen machen können, ist protestieren und nicht schweigen. Die EU droht bisher nur mit Sanktionen. Besser sei es, sie sofort zu verhängen, meint Roman.
Ich denke, die Situation ist ernst und die EU muss etwas unternehmen, um das zu stoppen. Denn wir sehen ja, wohin das führt in Ungarn und ich denke, wir sind auf dem gleichen Weg. Sie singen die Hymne. Unsere Slowakei hat bisher fest geschlafen, aber Blitze und Donner rütteln sie auf. Es gibt Roman Hoffnung, dass es an diesem Abend so viele Blitze sind. Tschechien bei Stetovice. An Ostern ist Identität und Tradition besonders wichtig. Es ist Brauch, dass die Männer eine Frau mit Ruten schlagen. Das verleiht Jugend und Fruchtbarkeit. Die Frau schenkt dem Mann dafür ein Ei und schmückt seine Rute mit ihrer Schleife. Ja, so ist es. Und bei Traditionen tanzt man mit oder hält den Mund. Jedes Land muss seine eigenen Traditionen bewahren. Es darf sich nicht so viel reinreden lassen. Auch bei Slata fällt die Folklore-Gruppe ein, trinkt das traditionelle Bier oder zwei. Slata selbst ist in Arbeitstracht. Es ist der letzte Tag des Monats. Sie hat so viel zu tun. Wir halten fest an der Tradition. Aber der Bauernhof ist das Wichtigste. Also erst das Vieh, dann die Papiere und dann die Tradition. Slata braucht einen klaren Kopf. Ich bevorzuge die Papiere. Die anderen feiern in ihrer barocken Bauerntracht. Das Leben, für das die Tracht steht, feiern sie nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, so einen eigenen Bauernhof zu haben, weil es einfach viel Zeit und Nerven kostet. Slata ist ja hier von morgens bis abends. Mit der EU, mit den Reisemöglichkeiten Erasmus und so, verschwindet sowas. Studierende leben nicht mehr dort, wo sie aufwachsen. Sie gehen ins Ausland oder in die Städte. Was Slata lebt, ist hart. Immer an der Grenze der Kraft und der Existenz. Zu viel Bürokratie ist der Preis der EU-Unterstützung. Und die alleine reicht auch nicht. Die Unterstützung der Menschen macht den Unterschied. Deshalb wollen sie den offenen Hof, wo Kinder und Eltern den Tieren nahe kommen. Sie will ihnen nicht nur Milch verkaufen, sondern Landwirtschaft an sich. Tracht steht für den Wohlstand der Bauern vor 300 Jahren. Was heute davon bewahrt wird, hat jeder Einzelne in der Hand. Die Kunden, die Verbraucher haben die ganze Macht. Sie bestimmen, was es gibt und was es kostet. Die Menschen müssen persönliche Verantwortung dafür übernehmen, was sie essen und was sie unterstützen. Jeder Einzelne muss auch schwierige Entscheidungen treffen. Die einfachen kommen sonst von Populisten und neuen Autokraten. Mitte März, Slowenien. Jahrelanger Kampf um Anhovo im Sotscha-Tal. Verleumdungen, Shitstorms, persönliche Angriffe. Heute könnte das ein Ende haben. Über strengere Abgaswerte für die Zementfabrik entscheidet das slowenische Parlament. Sie werden ohne Gegenstimmen angenommen. Ich glaube daran, wenn wir uns zusammenschließen, wenn wir für die richtige Sache kämpfen, dann können wir gewinnen. Aber jetzt gehen wir erst mal feiern. Bessere Luft haben sie ganz allein erstritten. Dass sie dafür streiten können, garantiert die EU. Die EU braucht Menschen, die sich einmischen. Autoritäre Systeme sind wie Krebs. Wenn man nicht früh genug reagiert, werden sie wachsen. Und es wird immer schwerer, sie loszuwerden. Anhovo zeigt, wovon und wofür die EU lebt. Trotz Unterschieden waren sie einig. Sie haben gekämpft für das, was ihnen wirklich wichtig ist. So kann, so muss es gehen.